Solltest du nicht längst im Bett sein? Ich kann nicht schlafen, ich habe psychische Probleme. Verstehe. Was denn für psychische Probleme? Hochgradig neurotisch. Ah, du warst in meinem Arbeitszimmer. Elizabeth, mein Name ist Dr. Conrad. Ich bin Psychiater. Sie ist die letzten 10 Jahre in verschiedenen Anstalten gewesen. Ich weiß, es geht Ihnen sehr schlecht. 20 verschiedene Anstalten. Nathan, sie braucht dich. Niemand ist hier drin, ohne einen Grund. Sie wollen, was die wollen, nicht wahr? Was wer will. Wo warst du heute? Ich habe gearbeitet. Das kostet dich 1 drücken und 2 Küsse. 2 Küsse? Kuss? 2 Küsse. Jessie, komm mit zu unserem Chias. Das habe ich gehört. Schatz, du träumst. Ich habe gar nichts gesagt. Guten Morgen. Guten Morgen. Glaubst du, sie schläft noch? Keine Ahnung. Jessie, komm jetzt. Das Frühstück wird kalt. Sie weiß doch, dass sie nicht raus darf, ohne uns vorher zu fragen, oder? Jessie, komm sofort her. Hallo? Wovor haben Sie am meisten Angst? Wer ist da? Wir haben Ihre Tochter. Ich will etwas von Ihrer Patientin. Eine 6-stellige Zahl, eingeschlossen in Ihrem gestörten Hirn. Ich will diese Zahl und Sie wollen Ihre Tochter zurück. Helfen Sie Ihrer Frau, bevor sie sich noch das andere Bein bricht. Ich kann Sie sehen. Und was ich sehe, gefällt mir. Wohin Sie auch gehen, Sie werden beobachtet. Und ich kann Sie hören. Regel Nummer 1, sagen Sie kein Wort. Sagen Sie mir, dass Sie verstanden haben. Ich brauche Ihre Hilfe. Nein, bitte. Sie können nicht einfach einen Schalter in Ihrem Kopf drücken. Die Antwort liegt direkt vor Ihnen. Ich besorge Ihnen die Zahl. Hol sie zurück, bitte. Die Zeit wird ziemlich knapp. Regel Nummer 1, keine Fristen mehr. Wieder mal mutig, Nathan. Regel Nummer 2, keine Anrufe mehr. Ist das eine Telefonnummer? Nein. Ist das ein Code? Die wollen, was die wollen. Ist das ein Ort? Nein. Mein Vater hat uns beide hängen lassen. Sie werden sie töten! Was ist das? Ich sag es nie. Ich sag es nie. Keine von euch.